Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind anscheinend in den Katakomben der Kriegsopfer und kämpfen hier gegen einen stinkenden Baumgeist. Ah, das Zeug ist da hinten. Wo ist es? Oh, okay. Was macht er da? Zerstört die Säulen, das ist gut. Ja, was immer du da auch tust, momentan ist das in Ordnung. Okay, Bluten ist drin. Au! Was geht? Jetzt wird er gleich explodieren wahrscheinlich. Ja. Okay, diesmal hat uns die Scharlachfäule nicht erwischt. Ah! Nicht gesehen. Kann ich mich bitte in Ruhe heilen? Oh, schon wieder. Das ist hektisch. Ich hoffe, dass er Bluten triggert gleich nochmal irgendwie. Autsch. Okay. Ah, der Kopfstampfer. Ich sehe den nie. Komm, schon wieder! Er explodiert. Diesmal aber nicht getroffen. Okay, bluten. Ah, zu greedy. Fast. Fehlt nicht viel bei dem. Es hat nicht viel gefehlt. Ein bisschen zu greedy. Ich muss wegen der Fäule gucken. Dass ich mich da jeweils heile. Also die Fäule ist sehr präsent in dem Spiel. Die kommt sehr oft vor. Das ist quasi der Toxinersatz. Ist im Prinzip das gleiche wie Toxin in Dark Souls. Also Gift einfach potenter. So. Ich denke, wir müssen den hinkriegen. Bin ein paar Mal... Oh. Dankeschön. Bin ein paar Mal echt dumm von dem... Kopfdings erwischt worden. Ah. Okay, Heilung. Was war ein Schwanzhieb oder sowas? Okay, hin und hin. Der ist ganz gut getelegrafft. Und renn! Glück gehabt.
Ah, diesmal habe ich den Kopfplanscher gesehen. Keine. Okay, aufpassen, der könnte gleich wieder explodieren. Na, was machen wir? Ja, jetzt explodiert er. Okay, können wir wieder hin. Speit er wieder. Ja, was? Blut. Ah, okay, das war zu früh. Bluten reingekriegt. Au! So, ziehen wir uns ein bisschen zurück. Dann geht auch die Scharlachfäule ein bisschen runter. Okay, den habe ich jetzt kommen sehen. Den nicht. Au! Explosion. Hier nochmal gut. Doch nicht. Ah, oh, er hat mich erwischt. Ist es ein One-Shot? Scharlachfäule? Es ist ein One-Shot. Kleiner Fehler gemacht. Fehlt nicht viel. Guckt euch mal die Leben an. Wir hätten genügend Heilung gehabt. Wenn es kein One-Shot gewesen wäre, hätten wir das überlebt. Ich weiß nicht, in der zweiten Hälfte habe ich ultra mies gespielt. Aus irgendwelchen Gründen. Es ist schön, dass wir keine Ausdauer verlieren, wenn wir auch so außerhalb des Kampfes rennen. Das ist ein kniffliger Gegner. Keine Frage. Die Runen sind da ganz in der Mitte. Unter seinen Füßen. Okay, gut. Gar nichts getroffen. Außerhalb kämpfen sie immer noch. Bleib hier. Verbluten. Autsch. Wir haben Smash. Gut. Oh, er explodiert. Shoot, zu spät gesehen. Das kommt erst bei 50%, aber. Boah, das war knapp. Da legt er sich hin. Oh. Heilung. Jetzt explodiert er wieder. Wir waren aber weit genug weg. Na? Machen wir was? Es ist super schwierig zu sehen, was er macht.
Okay, weiteres Bluten. Warnshieb. Okay, da könnte man hingehen. Jetzt ist es zu spät. Ah, zu früh. Zu One-Shot. Warum kriege ich das blöde Timing einfach nicht rein? So dumm, ey. Das ist am einfachsten auszuweichen, der Angriff. Ich dodge zu früh. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ist es auch nicht. Wir haben schon ein paar von denen getötet. Der erste war schwierig. Weil das Moveset super komisch ist. Aber wenn man es mal drin hat, dann sollte es eigentlich gehen. Und die Fäule macht eigentlich auch nicht den Unterschied. So, nehmen wir das direkt mit. Okay. Wenigstens der Raum von Säulen gesäubert. Seht ihr? Einfach rein. Ich werde bald zum ersten Mal explodieren. Ich sehe einen Scheiß. Okay, jetzt explodiert er. Gut. Oh, wieder zu früh, aber war außer Range. Okay, Foil hat mich nicht erwischt. Explosion. Und wieder hin. Sehen Scheiß. Aber okay. Ich sehe immer noch einen Scheiß. Okay, ich dachte, er explodiert. Okay, diesmal habe ich das Timing erwischt. Okay, ich dachte, er explodiert. Wieder der Dive. Er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Zu früh. Okay, gutes Timing. Und weg ist er. Man hat halt zu 90% nichts gesehen. Asche des Rotmähnenritters Oga. Und eine goldene Saat. Hooray. Und massenhaft Runen. Zum Eingang zurück. Puh. Ich werde wahrscheinlich offscreen nochmal durch dieses Dungeon durchgehen. Denn wir haben mit Sicherheit einiges übersehen. Aber
Das wird sehr grindy werden, deswegen machen wir das. Mache ich das offscreen. Was ist mit den großen Runen? Ich kann keine der anderen auswählen. Flaschenaufladung hinzufügen. Okay. Machen wir das so. 9 sollten in den allermeisten Fällen reichen. Soll ich Level-Ups machen? Wie hoch sind wir? 75. Ich meine, wir sind mit Kaelid so weit durch. Ich denke, wir können... Ich weiß nicht, was sich lohnt. Ich habe das Gefühl, Weisheit macht fast mehr Damage. LP wären auch nicht verkehrt. Bringen wir auch Kondition vielleicht auf 20. Ich will gerade mal was testen. Ausrüstung. Erhöht das Geschick. Das Ausrüstungsgewicht geht runter. Das Ding ist leicht. Ist ein bisschen leichter. Wie sieht der Damage aus? Okay, Geschick, Weisheit wäre höher. Sowohl für Waffe rechts als auch links. Okay, ist komisch. Fühlt sich komisch an. Habe ich einen Level-Up übersehen oder... So. Gut. Ja, damit wären wir dann so mehr oder weniger durch. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier mit dem Turm machen können. Ist Rani noch da? Wir gucken mal, ob Rani oder irgendeiner der anderen Pisser noch in der Gegend rumstreunt. Hier waren ja auch mal Leute. Die sind weg. Ist Rani auch weg? Wahrscheinlich, ne? Sie hat ja gesagt, dass sie weggeht. Okay, es wäre nicht der Tod gewesen. Ich mag die Schwerter eigentlich ganz gerne. Also das mit dem Bluten ist eine Spielweise, die mir durchaus gefällt. Ich muss echt mal gucken, wie wir die Blutflammenklinge buffen können. Weil das würde damage-technisch noch ein bisschen helfen. Okay. Die ist ganz neu. Warum ist hier eine Gnade? Hier ist ja nichts. Was ist das? Wie heißt die Gnade? Rannis Kammer. Hier ist nichts mehr. Rannis Turm, Rannis Kammer. Zeigt hier rüber, drüben hin. Bei, wie heißt der Turm? Renners Turm. Okay, gehen wir mal dahin. Wenn ihr uns die Gnade dahin führt, vielleicht hat es was zu bedeuten. Okay, ich kann das Pferd hier nicht beschwören. Vielleicht hat die Führung der Gnade ja was zu bedeuten. Es gibt noch so viele offene Punkte. Wo ist der Halbwolf-Typi hin eigentlich? Ich habe kurz offscreen, als ich nach Nokron runtergegangen bin, habe ich noch so eine Nachricht von ihm gesehen, aber vielleicht müssen wir noch mal hin und die Nachricht lesen. Ich hätte gedacht, wir müssen ihn in Nokron sehen, aber wir haben da ja noch einen Teil, den wir nicht erkundet haben, von dem her. Vielleicht ist er da. Aber wir haben eigentlich das erfüllt, was wir für... Aha, der Turm ist jetzt begehbar. Renners Turm.
Dann können wir auch nochmal zu dem anderen Typen gehen, der uns das Giftgebräu gegeben hat, das wir jemandem einflößen sollten. Die Person haben wir aber nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich das dem Chef geben in der Tafelrundfeste. Hut der Schneehexe, Robe der Schneehexe und Rock der Schneehexe. Okay. Das ist nicht die besten Stats, aber was soll's. Ein spitzer Hexenhut, durch und durch gefroren. Wird häufig von jenen bevorzugt, die sich den ketzerischen Zaubereien verschrieben haben. Verstärkt einige Zaubereien, okay. Dieses Exemplar stammt von der Schneewettel, die Rani tief im Wald traf, als sie noch jung war. Die alte Hexe war eine Meisterin der eisigen Zaubereien. Angeblich wurde die Puppe mit Rannis Seele nach ihrem Abbild erschaffen. Die alte Hexe brachte Rani insgeheim all ihr Wissen bei. Okay, also das Renner dann, ne? Sonst würde der Turm anders heißen. Und hier ist Portal. Okay. Schauen wir mal, wo es hinführt. Auch wenn ich jetzt wieder irgendwo im Nirgendwo lande. Wie so üblich. Hauptarm der Einsel. Aha. Da ist eine Gnade. Okay, ich meine, wir wollten so oder so uns hier nochmal ein bisschen genauer umschauen. Winzige Rani, was für... Okay, erstmal hier hingehen. Winzige Rani, was könnte das sein? Gebrauchsgegenstand ist es nicht. Schlüssel? Tatsächlich. Eine Puppe, die Rani der Hexe ähnelt. Von Kopf bis Fuß in jedes ist jedes Detail perfekt. Die Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Huh. Na gut, wink mit dem Zaunpfahl. Ich denke mir, wir gucken uns in der nächsten Episode hier noch ein bisschen weiter um. Also beziehungsweise wir wollen hier mal die ganze Map absuchen. Da ist auch nochmal ein Turm, wo wir nicht reinkommen. Hm. Vielleicht sind jetzt alle weg. Müssen wir nochmal schauen. Wir haben auch noch dieses Dungeon hier. Selias Versteck, das ich dann gerne machen möchte. Und den Typen. Aber ich glaube, für den brauchen wir dann irgendwie ein, zwei Episoden in Ruhezeit, um den zu machen. Nun gut, mein Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es hier unten weiter in der Einsel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben und vielleicht wollt ihr auch subscriben für wahrscheinlich noch viel mehr Elden Ring und andere Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.